Sie sind wieder da. Die 70er bringen Braun-, Orange- und Gelbtöne zurück in die Kleiderschränke. Zugleich spielen Designer mit futuristischen Farben und auch Oversize ist nicht mehr wegzudenken. Noch bevor in diesem Jahr die großen Fashion Weeks in London, New York und Paris starten, wird hier auf der Gallery Fashion in Düsseldorf schon mal klargemacht, welche Must-Haves im kommenden Herbst und Winter nicht fehlen dürfen. Was die Damen angeht, gerne ein Maxi-Kleid, gerne ein Midi-Rock, der aus Strick ist und auch gerne ein Cardigan. Der Cardigan erlebt einen riesen Revival nächsten Winter und ist auch sehr figurformend teilweise. Den braucht man auf jeden Fall im Kleiderschrank. Und für die Herren würde ich sagen, werden die Hosenformen wieder etwas weiter. Also die Baggy-Pant der 90er Jahre kann wieder so ein bisschen ausgegraben werden, wobei auch in einer modifizierten, sehr, sehr neuen Richtung. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Modebranche immer mehr. Jungdesignerin Laura Kretek setzt auf Upcycling, inspiriert von Science Fiction. Dafür nutzt sie ausgediente Einwegmaterialien, wie etwa für dieses Kleid aus alten Kabelbindern. Auch Fahrradschläuche und andere Materialien erlauben ihr, die Aufmerksamkeit mit neuen Looks auf das Thema zu lenken. Es muss auf jeden Fall was passieren und ich bin zwar sehr experimentell, was auf dem ersten Blick nicht tragbar ist, aber ich sehe mich auch eher als als Denkanstoß. Also wenn Leute meine Modelle betrachten, sollen sie eben anfangen nachzudenken und denken, oh krass, so viel Müll entsteht eigentlich und man kann tatsächlich ein ganzes Kleid noch daraus machen. Caroline Raff denkt gleich ganz um die Ecke. Die Textildesignerin entwickelt ein Material aus Algen, das komplett wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden kann. Gefärbt wird mit natürlichen Farbstoffen wie etwa Kurkuma oder Henna. Aus dem Biopolymer entstehen zum Beispiel Pailletten. Sicher ein mutiger Schritt, sich dem klassischen Textildesign abzuwenden, doch heute bekommt die experimentierfreudige Stuttgarterin sogar Anfragen aus Paris. Mut beweist auch Stefane Bonuto. Der Geschäftsmann trägt öffentlich Rock, Bluse und Absatzschuhe, nicht um zu provozieren, sondern schlicht, weil es ihm gefällt. Ausgezeichnet mit dem VDMD Fashion Plug Award 2020 setzt er gemeinsam mit der Gallery Fashion ein Zeichen für mehr Toleranz, nicht nur in der Welt der Mode.